Mein Name ist Philipp James. Ich mache eine Ausbildung zum Brandmeister bei der Berufsfeuerwehr Nürnberg. Ich habe davor eine Ausbildung als Kfz-ler gemacht. Und dann war mir der Beruf zu eintönig. Und dann dachte ich mir so, was kann ich machen, um abwechslungsreiche Arbeit zu haben, um sportlich ausgelastet zu sein. Und als ich mir dann das Berufsfeld genauer angeschaut habe, das hat einfach genau gepasst. Eine Grundvoraussetzung ist, dass man sich in einer technischen Ausbildung befindet oder die am besten schon hat. Ein halbes Jahr ist der Grundausbildungslehrgang. Dann muss man noch den CE-Führerschein, LKW-Führerschein machen. Und danach bist du einen Monat auf dem Rettungswagen, fährst damit als Praktikum. Einen Monat in der Notaufarm. Dann mache ich noch meinen Rettungssanitäter. Und solltest halt mit den Sachen, die du da siehst, auch klarkommen, weil du wirst im Einsatz wesentlich schlimmere Sachen sehen, als du in der Notaufnahme siehst. Zuerst fängt um 7.25 Uhr an. Mit der Einteilung auf die Fahrzeuge hier unten antreten in der Fahrzeughalle. Dann wird die ganze Ausrüstung kontrolliert, Fahrzeuge repariert, die Geräte überprüft, dass immer sobald irgendwas kommt, alles vollständig und alles perfekt auf den Autos ist. Dann hat man nachmittags halt entweder Übung oder Sport. Soll man auch jeden Arbeitstag 1,5 Stunden, glaube ich, machen. Ja, und danach ist dann Bereitschaft. Probealarm für das erste Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuerwache 4. Das ist ein ganz weites Spektrum. Was bei uns sehr oft ist, ist halt Brandmeldealarm, das einfach einen Brandmelder auslöst, weil aus den verschiedensten Gründen, weil die Melder kaputt sind, weil jemand drunter flext und es entsteht Rauch oder sonst irgendwas. Aus den verschiedensten Gründen werden hier oft Fehlmeldungen gefahren, weil einfach der auslöst, dann fahren die raus und nach einer halben Stunde sind sie wieder da. Wenn ältere Menschen einfach in ihren Wohnungen sind, Hilfe brauchen, aber die Sanitäter nicht reinkommen, solche Sachen sind halt Alltag. Dass es brennt oder so, ist eher mal selten. Ein Unfall, würde ich sagen jetzt, dass wir 2-3 Mal im Monat sowas, wird hier ein Unfall auf der anliegenden Autobahn angefahren. Als Beamte, das ist schon mal der erste große Vorteil natürlich. Du hast halt hier immer deinen sicheren Arbeitsplatz. Wenn du nicht kündigst, bist du hier sicher. Also ich kriege jetzt eine Ausbildung knapp 1400 Euro. Es gibt auch noch freiwillige Arbeitssicherheitswachen, die du eben bei Rock im Park und solche Sachen leisten kannst. Und da kannst du ja auch noch schön was dazu verdienen. Und es gibt auch genug Aufstiegsmöglichkeiten. Du kannst ein Fahrzeug führen, kannst einen ganzen Löschzug führen, kannst eine Wache führen. Du musst der Technik vertrauen. Wenn du der Technik vertraust, dann brauchst du hier nicht anfangen. Wenn du weißt, ey, ich rette Menschen, ich tue was Gutes, ich tue für die Gesellschaft was, ich bin gut angesehen, ich habe meinen festen Arbeitsplatz. Also ich glaube, man läuft automatisch mit ein bisschen breiterer Brust durchs Leben. Aber als Held sieht sich hier, glaube ich, keiner. Und sollte man auch, glaube ich, nicht, weil wenn man sich als Held sieht, dann glaubt man, man ist unfehlbar und Fehler können hier schnell bestraft werden. In unserem Beruf. Come on. Yeah.